Am Anfang November 1988 geboren Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani in Doha. Und er absolvierte im Jahr 2300 an der Fakultät für Management und Wirtschaft an der Universität Katar. Und ist seitdem als Wirtschaftsforscher Mitglied des Rats der Herrscherfamilie. Und er wechselte weiterhin zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen Aufgaben der Firma von Katar für den Bergbau, bis er stellvertretender Vorsitzender wurde. Und das Jahr 2200 war ein unterschiedlicher in seinem Leben, weil er in diesem Jahr zum Unterstützungssekretär des Ministeriums ernannt wurde. Und im folgenden Jahr arbeitet er im Außenministerium. Und am 27. Januar 2016 als Minister wurde. Und als Außenminister wurde Mohammed bin Abdulrahman der Offizier und Sprecher der Terrorismus und der bewaffneten Miliz. Und der Satz, wir fordern den Dialog, der alle Bereiche der Völkes abdeckt, wurde in einer diplomatischen Erklärung mit Mohammed bin Abdulrahman in Verbindung gebracht. Aber dieser Satz, auch wenn seine Aussehen vor den Menschen in Katar nützlich ist, hat im Wesentlichen viele böswillige Ziele. Und diese Aussage wurde insbesondere in den Erklärungen des katarischen Außenministeriums zum Libanon, Jemen und Bahrain mit dem Ziel, um die terroristischen Verbündeten von Al-Hamdin-Organisationen in den drei Ländern zu unterstützen. Und auch diese Aussage der Akzeptieren von Houthi-Milizen im Jemen, der libanischen Hezbollah und der Al-Wafaq-Gruppe als politischer Partner zu fordern. Und in der Erklärung des Außenministers von Katar wurde von Al-Houthi begrüßt. Und der Mann bietet alle Wünsche des Houthi der Unterstützung auf regionaler und internationaler Ebene, bis er der Verbündete der Houthi in der Vereinigten Nation erreicht. Und fordert seine Beamten nachdrücklich auf, um die Ansicht der bewaffneten Milizen zu unternehmen und diese als politische Gruppe zu akzeptieren.